Einen wunderschönen guten Tag, Kinder des Nebels. Willkommen bei Silent Hill 2 Remake. Wie ihr jetzt wahrscheinlich schon feststellt, durch dieses Video, wir spielen als Let's Play weiter, als festes Video, ohne Chat und so weiter und so fort, weil ich habe das zuvor als Livestream gespielt, aber es gibt ein kleines Problem. Das habe ich im Community-Tab schon etwas geschildert. Und auf Discord, falls ihr auch noch nicht auf meinem Discord-Server seid, schaut dort gerne mal vorbei. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und die ganze Sache ist ja ziemlich wie folgt. Ich habe seit geraumer Zeit Probleme mit meiner Upload-Rate, beziehungsweise mit dem Internet allgemein. Und daher wird das Ganze jetzt hier als Display weitergeführt, weil ich habe einfach mega Bock, Silent Hill 2 zu spielen, aber meine Internetleitung hindert mich daran, das als Livestream zu spielen. Es würde zwar gehen, aber das nicht so, dass es meinen Qualitätsansprüchen genügt. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wir spielen trotzdem mal Silent Hill 2 weiter, aber als Let's Play. Aber dafür werden die Folgen etwas länger. Wahrscheinlich so eine Dreiviertelstunde bis Stunde. So als Ausgleich. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Alle weiteren Infos findet ihr im Community-Tab auf meinem Kanal. Und dann hätte ich gesagt, machen wir weiter mit Silent Hill 2. Wir haben das letzte Mal den Kampf gegen Pyramid Head geschafft. Da sind wir hier rausgekommen. Haben jetzt die Apartments hinter uns gelassen. Und jetzt gehen wir weiter durch Silent Hill und müssen in den Rosewater Park, wenn ich mich noch recht entsinne. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Vielleicht finden wir hier in einer oder anderen Ecke noch was zu mitnehmen. Wer weiß. Aber ich muss sagen, ich bin vom Silent Hill 2 Remake absolut angetan. Also es ist wirklich extrem gut gelungen, was Bloober Team hier abliefert. Fantastisch. Ich finde das Gebäsche von Bloober Team, also gegenüber Bloober Team, einfach nicht gerechtfertigt. Aber dazu kommen wir gleich nach der Cutscene. Hey, it was you, wasn't it? You're the one who stepped on my hand. Maybe I did. What's a little girl like you doing here anyway? I don't know. What's a big dum-dum like you doing here anyway? Hey, that's not very nice. Didn't your parents teach you any manners? What you got there? None of your business. You didn't love Mary anyway. What? Hey, wait! How do you know her name? Ja, James, das werden wir noch früher oder später herausfinden. Naja. Auf jeden Fall finde ich das Gebäsche gegenüber Bloober Team nicht gerechtfertigt, weil ja, sie haben viele Walking Simulatoren gemacht und ja, The Medium war jetzt auch. Und zwar, der Soundtrack hat Akira Yamaoka gemacht, der auch den Soundtrack zu Silent Hill 1 gemacht hat, jetzt auch nochmal zum Remake und so. Aber ich muss sagen, die Spiele von denen waren jetzt trotz allem qualitativ nicht so krass hochwertig, also nicht so wie das jetzt hier. Ich meine, hier steckt auch ein bisschen mehr Budget dahinter, muss man noch zugeben. Aber trotzdem, ich finde, die haben trotzdem sehr unterhaltsame Spiele bis okay Spiele gemacht. Man kann die spielen, das sind absolut keine schrecklichen Spiele. Ich habe weitaus schlechteres gespielt. Deswegen muss ich sagen, finde ich es halt irgendwie ein bisschen unfair Bloober Team gegenüber. Aber das mag ja auch jeder ganz anders sehen. Also, wie gesagt, Meinungen sind verschieden und das ist in Ordnung und ich finde das auch gut. Aber ich finde, Leute, die hart an einem Projekt arbeiten und sich wirklich, wirklich Mühe geben und versuchen, das beste Produkt abzuliefern, was möglich ist, beziehungsweise mit denen ihren finanziellen Mitteln, die dann auch zu bashen von wegen, ja, es sind schlechte Spiele oder, ich hatte eine Headline gelesen, ähnlich hat Bloober Team ein gutes Spiel rausgebracht, finde ich das ein bisschen, finde ich das nicht fair. Deswegen, finde, man sollte auch irgendwo ein bisschen Anerkennung da lassen, auch wenn man in seinen Augen merkt, okay, ist jetzt nicht so mein Produkt, was ich mir erhofft habe, heißt aber nicht, dass andere Leute das genauso sehen. Willkommen in Silent Hill, einen ruhigen kleinen Stadt am See. Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen. Es gibt keinen besseren Ort, um sich von der Hektik des Alltags zu befreien und endlich einen erholsamen Urlaub zu genießen. Erleben Sie die malerische Berglandschaft mit ihren rustikalen Häusern und die spiegelnde Oberfläche des Toluca Lake, die in den Abenddämmerungen in traumhaften Farben erstrahlt. Silent Hill wird Ihr Herz berühren und mit Frieden erfüllen.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und Erinnerungen, die Ihnen für immer erhalten bleiben. Nette Broschüre nehme ich mit. Oh, geht nicht. Schade. Na gut, dann lasse ich sie hier. Ja, wir sind jetzt am Rosewater Park, wie wir schon festgestellt haben. Und jetzt haben wir gleich... Ja, genau. Mary, could you really be here? Mary, could you really be here in this town? Ich habe Silent Hill 2 so oft durchgespielt, ich kenne die meisten Dialoge echt auswendig. Bis auf ein paar. Und ja, es ist halt einfach für mich so der Nostalgiefix, den ich gebraucht habe. Ich hatte es ja schon mal gesagt, ich konnte es ja leider zum Release nicht spielen, weil ich in Japan war. Aber jetzt hole ich das ja nach und ich muss sagen, boah, ich hätte so gefeiert, zum Release zu spielen, ey. Aber es ist ja nicht so, dass das Spiel auf einmal aufhört zu existieren. Deswegen, besser spät als nie. Patrick Chester, Sohn von Edward, erkämpfte und starb für das Volk, die Freiheit und für unsere Zukunft. Sein Andenken lebt weiter. Mhm. Weiß jetzt auch nicht, ob man sich im Original das angucken konnte, die Statue, oder ob da was stand, aber naja. Jetzt haben wir gleich die nächste Cutscene. Und dann sind wir zu zweit unterwegs. Ich freue mich schon drauf, wenn wir nachher wieder am Toluca Lake sind. Die Bootsfahrt. Bin mal gespannt, ob die jetzt als Cutscene abgekürzt haben oder ob man die auch selber machen muss. Mary? Look like your girlfriend. No, my late wife. I can't believe it. Your face, your voice, you could be. My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? See? Warm. Sorry, I got confused. Hey, where are you going? I need to find Mary. Didn't you say she died? Oh. Yeah. 3 years ago. It's just... I got a letter from her. A letter? I know how it sounds. I'm not... I don't... Hey. It's okay. So, what did the letter say? She said she was waiting for me. In our special place. And that's here? Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? I don't know anymore. There was something. I can't quite. Hey. I think I might know. I mean, there's this one place. Not far from here. What kind of place? The kind two lovers might call special. I can show you if you want. Unless you have somewhere else to be. Something else to do. Hey, easy there. I'm just messing with you. Come on. It's this way. You're coming with me? Can't you just tell me where it is? You're just gonna leave me here? Alone? With all these monsters around? No, I just... Is it because I remind you of her? You loved her, didn't you?
didn't you? All right, just... Come on. So it's okay? Yeah. So, jetzt haben wir Maria kennengelernt, eine weitere Figur in Silent Hill 2, die jetzt mit uns läuft und wir sie eine Zeit lang begleiten, beziehungsweise sie uns begleitet. Und ich muss sagen, ihr neues Charaktermodell gefällt mir ausgesprochen gut. Also auch, wie sie spricht und die Art, wie sie sich mit James unterhält, also der komplette Dialog gerade, sehr geil gemacht. Sie hat jetzt nichts mehr Bauchfreies an. Kann man ja vielleicht gut vorstellen, dass es durch eine Mod möglich ist, das wieder zu bekommen. Aber ja, ich finde jetzt allgemein so das Outfit auch von Laura und so, das passt schon. Also, für mich muss jetzt nicht unbedingt so sexy aufreizend gekleidet sein. Finde das auch vollkommen in Ordnung, wie sie aussieht. Ja, aber die Schauspielerin, die sie verkörpert, hatte ich ja auch in dem Interview gesehen. Zusammen mit dem Schauspieler, der James verkörpert. Und ja, die... haben schon eine richtig gute Chemie zusammen, finde ich persönlich. Und das merkt man hier auch. Also, ich finde, das Ganze sieht sehr, sehr gut gemacht aus. Fühlt sich auch gut an. This place we're going to, what is it exactly? Es fühlt sich halt nicht so anorganisch an, sagen wir es mal so. Ich gucke halt immer wieder auf die Bank, ob da nicht vielleicht noch irgendwie ein Half-Drink liegt oder irgendwas, ne? Man weiß ja nie. Guck mal hier, so diese Schachbretter hier. Was haben wir denn da? Munition, Pistolenkugeln. Jawohl, ja. Mal nachladen. Zack. So, da geht's raus, aber wir machen nochmal eine Ehrenrunde hier. Ich habe ja auch nochmal irgendwas Verstecktes hier in diesem Park. Weiß nicht, ob das hier auch noch der Fall ist. Who is that? Just a woman. Opfer der Verfolgung durch Jenny Carroll führte ein stolzes und ehrenhaftes Leben. Was hier geschah, wird nie vergessen werden. In history, you know? Ich habe auch manchmal so ein paar Framerate-Einbußen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Eigentlich läuft das Spiel bei mir in 4K und 60 Frames butterweich, aber naja. Ah, hier. Restroom. Nur auf die Frauentoilette, ne? Guck mal, da liegt sogar was. In Silent Hill ist alles möglich. Ah, Maria, lass mich durch. Ah, Männer-Toilette ist komischerweise zu. Ist das ein Zeichen? Die Tür ist immer noch zu. Okay, dann verlassen wir mal den Rosewater Park und gehen zum besagten Ort, den Maria uns erzählt hat. Das ist natürlich der Strip-Club, in dem sie arbeitet. Denn sie ist professionelle Stripperin. Beziehungsweise, da eine Dame des Hauses. Und zuvor werden wir natürlich noch andere Charaktere wieder treffen. Unter anderem halt auch Eddie, den wir schon im Hotel getroffen haben. Beziehungsweise in den Apartments. Mal sehen, was noch so passieren wird. Also wie gesagt, ich kenne das Original ja noch gut und ich habe es ja nochmal vor dem Release gespielt, das Original in der Enhanced Edition. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, den vollen Silent Hill 2 Experience Lauf, dann könnt ihr das gerne nachholen auf meinem Kanal. Unter Livestreams findet ihr dann Silent Hill 2, die Enhanced Edition. Why'd you do that? Findet ihr Silent Hill 2 Enhanced Edition komplett auf meinem Kanal. So, jetzt müssen wir uns erstmal auf die Suche machen. Vielleicht nach anderweitigen Items. Hier gibt es eh keine Polizisten in Silent Hill 2. Der einzige Polizisten, an den ich mich erinnere, ist Wheeler aus Silent Hill Homecoming. Ja, lohnt sich. Sonst hätte ich den Helfer nicht gesehen, ne? Maria wird die einzige Person sein, die ich vielleicht darüber echauffiert, dass ich hier Autos kaputt mache, aber ganz ehrlich. Ich habe ein Achievement gekriegt. Zerstöre 50 Fenster. Okay, das gibt's auch. Alles klar, Bruder. Ah. Ah ja. Ich bin der professionelle Türenzerdepperer. Wusstest du das nicht? Ach so, die
Maria weiß noch nichts über mein kleines Hobby. Ich bin so jemand, der läuft durch Silent und macht einfach von fremden Autos Scheiben kaputt. Ist halt so ein Ding, weiß halt auch nicht. Ich werde das irgendwie nicht los, aber vielleicht hat sie ja Verständnis dafür. Hier fehlt der Wagenheber. Wie es aussieht. Können wir hier rein? Nein. Okay, aber wir merken uns Wagenheber hier bei den Autos. So, was haben wir denn auf der Seite? Ist ja noch irgendwas? Ein Auto! Oh, geil, ich kann nicht widerstehen. Bam. Bam. Ba-bam. Der hat auch echt nichts Positives gerade zu sagen über James' Leidenschaft. Scheiben zu zerstören. Sorry for that, aber da musst du leider durch, Liebes. Nun gut. Ja, die Straße ist wohl kaputt. Da geht's nicht weiter. Not getting through here. No reason to. It's the wrong way anyway. Wo sind wir denn gerade? Ah, hier. Jack's Motel. Ja, wird's auch nochmal eingezeichnet. Wagenheber. Da hinten konnte ich speichern. Das habe ich gemacht. Ja, müssen wir wohl die Straße hoch, hätte ich gesagt, ne? Ups. So. Hier wird noch ein Fragezeichen eingezeichnet. Jack's Motel. Ach, hier gegenüber, ne? You ever stayed in a place like this? The walls are so thin, you can hear everything. Love, hate, jealousy. Okay, was haben wir denn hier noch so? Ein Zettel. Falls irgendwer was braucht, ich repariere die Rohre in 107. James. Tja. 3, 2, 2. Ne. Wie viele Ziffern brauche ich denn? 4 waren es, glaube ich. Ein vierstelliger Code. Okay, hier ist sonst nichts. Gut, 103 ist zugestellt, da kommen wir eh nicht rein. So, hier. Locked. Strange. Looks like. Why is that strange? I, never mind. Let's find a way to get it open. 106 ist offen. Cozy. Das ist wirklich cozy. There's something wrong with it. I think we should leave. Oh, loosen up, James. It sure beats running around with those monsters out there. I'm not so sure. Wir können aber mit ihr sonst keine Gespräche so an sich führen. Also, sie sagt zwar was und James antwortet drauf oder halt nicht. Aber irgendwie, I don't know. Strange. Ist das nur der Ziel? Da steht immer Dratze vor. Kann ich die Scheibe einschlagen? Warte mal kurz. Keine Scheibe ist vor mir sicher. Ups. Reinklettern bitte. Ah, wir können hier die Wand zertrümmern. Sollte kein Problem sein. Wart kurz. I prefer the door next time, thank you. I'm not really dressed. 1380. Eins weniger, eins mehr, drei weniger, eins mehr. Okay. Das sollte ich mir kurz aufschreiben. Gib mir eine Sekunde. Dann schreibe ich mir den kurz auf und bin gleich zurück. Okay, wenn ich das richtig verstehe, sollte der Code sein 0651. Gesammelt Werkzeugkastennotiz. So, weil die bei einem Werkzeugkasten liegt. Ich dachte schon, hä? Werkzeugkastennotiz, was? Okay, da haben wir noch Munition. Wunderbar.
Ich glaube aber, das ist das einzige. Ne, hier ist noch was. Okay, dann gehen wir wieder rüber. Hey, you think I'd look good in this one? Hey, das ist doch das Outfit aus dem Silent Hill Original. Sure. Silent Hill 2 Original. Not quite the winning endorsement, but hey, I'll take it. Diese Hommage ans Original, das ist so geil. Die Entwickler haben ja schon einige Sachen hier eingebaut, ne? So Sachen, die halt im Original Silent Hill waren. Jetzt zum Beispiel das Outfit hier. Aber es wurde ja nicht weiter irgendwie großartig auch kommentiert. So, ich sehe gerade, hier ist ein Speicherpunkt. Ich nutze mal gerade die Gelegenheit. Ups. Wir machen mal einen neuen Safe Place. Safe. Is everything all right? Hey, you okay? It's like you froze for a second. Yeah, I, it's fine. I think I'm good. So, mal gucken, ob der Code richtig ist, wie ich ihn aufgeschrieben habe. 0, 6, 5, 1. Weil da stand irgendwie eins weniger und so weiter und so fort. Ich guck mir nochmal gerade in die Notizen. Na, guck da. One. One less. Three more. Was? 1, 3, 8, 0. Eins weniger. Eins mehr. Drei weniger. Eins mehr. Ja, aber bei 1... Aber 1 weniger ist 0. 3, ach 3, 1 mehr. Ach so, das sind dann 4. Okay, dann Knoten im Kopf, sorry. 0, 4, 5, 1. 3 weniger, ja. 0, 4, 5, 1. So. Was haben wir denn da? Hier was wo? You think you just saved my life back there? Glad I did. Yeah. So am I. Kam der Gegner hier raus? Die Tür war, glaube ich, eben noch nicht offen. Okay, ein Health Drink, das ist super. Endlich habe ich mal wieder ein bisschen mehr Heilung, weil die war jetzt irgendwie ziemlich leer. Ein Schlüssel, den du im Tresor von Jack's Motel gefunden hast. Aber für was ist der? Safe. Ist ein Schuh dran. Irgendwas gesehen mit einem Schuh? Ach so, hier. Klar. Sorry. Klar. Das Tor, das haben wir doch eben schon gesehen. Das ist verschlossen. Hurra! Hey, wir sind durch. Just down this way. Genau, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Perfekt. Gut. Dann kann es ja weitergehen. So, was haben wir denn hier noch? Definitiv kein Wagenheber. Da liegt was. Eine zerstörte Flüssigkeit, aber ich kann nicht genau sagen, was es ist. Es ist White Goo. Okay, die Tür ist leider zu. Ja, guckt euch mal den Affen hier an. Ach du Scheiße, ist der creepy. Ich hasse diese Dinger. Diese Klopfaffen, ne? Mit den Becken. Das ist so widerlich. Wer auch immer dieses Ding erfunden hat, ne? Alter, nicht cool. Nicht cool. Das gibt mir die Creeps, ey. Okay, das Fenster kann ich nicht zerstören. Schade. Oh, ich kann mit Maria reden. Is everything all right? I... Yeah, it's just...
This place just gives me the creeps. Not sure why. You ever been inside? I'm not sure. It does feel familiar somehow. Like a bad memory. It's nothing, really. Auf der Tür steht Letters. Achso, beziehungsweise, ja gut, da kommt die Post rein. Ist es das Gebäude aus dem DLC? Es könnte, glaube ich, der Fall sein. Aber ich habe nicht, also den DLC Born From A Wish habe ich ehrlich gesagt nur, ich glaube, zweimal gespielt oder so bisher. Also ich habe den nicht so oft gespielt wie das Hauptspiel, deswegen. Aber ihr Monolog gerade dazu lässt wahrscheinlich vermuten, dass es so sein könnte. Aber ich weiß es nicht. Also mein Guess wäre ja, aber wer weiß. Vielleicht eröffnet das einfach nur noch ein weiteres Mysterium im Silent Hill Remake. So, das haben wir. Wagenheber, genau. Wir gehen jetzt nochmal die Straße hier runter, vielleicht ist da noch irgendwas und dann laufen wir sonst die, die Straße jetzt hier runter. Also unser Ziel ist links Heaven's Knight. Und dann das Brookhaven Hospital. Ich hoffe mal, dass ich heute noch dahin komme. Mal sehen. Ja, the road is blocked. Da wurden wieder die Cockblocker aktiviert. James hat nämlich auch einen. So, James. Three years. That's a long time. What will you tell her if, when you find her? That I love her. Well, then. Lucky her. What's that supposed to mean? Nothing. Like I said, 3 years is a long time. Naja, 3 Jahre ist eine lange Zeit, das ist richtig, aber. Ey, ich finde das einfach so cool, dass man jetzt irgendwie alles begehen kann, aber was heißt alles, aber vieles in Silent Hill und dass man halt einfach. Autoscheiben zerdeppern kann. Voll, ne? Again. Ja, again. Problem. Ich meine, wenn du willst, kannst du auch keine Bekanntschaft mit der Keule machen. Ne? Wir sind in Horrorspiel, Maria. Alles, was wir nehmen oder finden, könnte uns helfen, hier länger zu überleben, ne? Just saying. Okay, weitere Kugeln, 4 Stück. Eine Menge. Weil wenn wir Glück haben, sterben die meisten Gegner mit 2 Schüssen, aber es muss nicht unbedingt der Fall sein. Okay, hier können wir nicht durch. Check einfach nochmal die Häuser, wie gesagt, wegen Items. Gut, hier ist nix. Was ist das für ein Geräusch? Ist das... Nee, ist nicht die Klimaanlage. Ist irgendwas hier? Läuft das Auto? Ist fast so. Ja, ja, klingt auf jeden Fall danach. Oh, eine weitere Cutscene. Strange. This should not be here. Well, it is. So, what now? Now we look for another way. Wir haben das Stahlrohr eingetauscht.
Wir haben die Holzplanke eingetauscht gegen das Stahlrohr. Normalerweise findet man auch im Originalspiel das Stahlrohr. Aber man behält eigentlich die Holzplanke. Vielleicht kann ich sie wieder nehmen, aber rein theoretisch ist das hier die stärkere Waffe. Wenn man nur auf den Schaden zielen würde. Aua. Jawohl. Weiter. Das Kerl. Oh, er lebt wieder. Hier ist ein anderer. Könntest auch schießen, aber das ist Munitionsverschwendung. Ich brauche die Waffen für die Endbosse. Okay. Eigentlich ist, wenn sie ausbluten, immer ein gutes Zeichen, dass sie tot sind. Bei ihm bin ich mir nicht sicher, deswegen gebe ich ihm nochmal den einen oder anderen mit. Ich mag vor allem das Geräusch. Das klingt so richtig schön saftig. Okay, da die Straße haben wir blockiert. Ja, okay, ich sehe schon, wo wir lang müssen. Wir müssen wieder zur Hauptstraße, zur Randall Street und dann natürlich zum Heaven's Knight. So, ich werde meinen Drink nehmen. Das klingt nicht gut. Okay, den werde ich töten. Scheiße. Da kann ich nicht rein. Alter, das ist ja voll mit denen. Jetzt hau ihn um. Aua. Okay, ich glaube, das reicht. Ja, es ist wieder so windig. Und irgendwie gefühlt, wenn es windig ist, sind ganz viele Gegner auf den Straßen. Und das heißt nichts Gutes. Ey, ich hab's so gewusst. Bastard. Was ist denn los jetzt? Er ist tot. Boah, jetzt geht meine Heilung wieder komplett in den Keller. James ist ja halt auch kein Soldat oder jemand, der gut mit einer Waffe umgehen kann, also. Er ist eigentlich so ein bisschen mehr wie Harry aus Teil 1. Ne? Er ist halt einfach nur ein ganz normaler Dude, der hier einfach in einen kompletten Albtraum gestürzt ist. Boah! Ich bin ausgewichen, erzähl nichts. Ja, noch irgendwas. Jawohl. Bin ich denn gerade? Ah, hier. Okay. Bald sind wir hier raus. Ich will halt auch nichts verpassen, aber ich habe halt keinen Bock zu sterben. Um ehrlich zu sein. Oh, jawohl. Seid ihr tot oder seid ihr fake? Ich prüfe das nochmal. Okay. Und du? Moment mal, war ich hier nicht schon? Ach scheiße, ich bin im Kreis gelaufen. Großartig. Beziehungsweise ich bin zurückgelaufen. Würde es ja bedeuten, hier durch. Und hier lang, oder?
Ja. Was ist denn hier noch? Oh ja. So, hier ist ein Safe Space. Dann trinke ich nochmal einen. Das Radio macht wieder Sounds. Da drüben? Wo? Da! Mist. Auf welchen Zaun? Da! Aber hier könnte da was sein. Lass uns noch. Verdammt. Immer noch mal irgendwie schauen, ob vielleicht noch irgendwas ist, aber ich glaube, in dem Fall nicht. Okay, gehen wir. Ich hoffe es mal. Das war schon eine gute Horde von Gegnern. Die haben auch immer so Terrorabschnitte, habe ich das Gefühl, eingebaut, wie in Resident Evil 4. Manchmal hat man es mit ein paar Gegnern zu tun, aber dann kommen halt echt etliche Gegner und man muss halt sagen, okay, jetzt raus hier. Diesmal hat sie nur einen Schlüssel, im Original hat sie da irgendwie fünf Stück oder so. Einen im Dekolleté versteckt, einen im Stiefel und einen noch sonst wo. Das fand ich schon sehr funny, aber das haben sie jetzt auch geändert. Okay, jetzt sind wir im Heaven's Night angekommen. Da können wir auch durchgucken. Aber ja, auch nicht. Oh, man zackt gerade richtig grauenvoll. Zack. Eine Injektion. Na nie. So, hat sich gerade Strom angemacht, oder was? Bereit zum Durchstarten? Ready to kill it. Okay, Munition haben wir noch. Lass zu. Maria? Hello? Was denn jetzt? Das sind auch so Sachen, die hat man im Original halt nie gesehen, so diese einzelnen Räume des Vergnügens. What? Oh, come on, don't give me that look. I was just kidding. What is this? Is this the special place you met? Don't be silly. Just have to go through and out the front.
Then again, now that we're here, can't we stay just for a little while? Catch our breath before we head back out there? I don't have time to take a break. Mary could be out there, waiting for me. I know. It's just, this place, this whole thing, it's like a nightmare. I just wanted to get away from it, even for a second. I'm sorry. No, it's fine. Sorry, I didn't mean to. I guess this place is getting to me, too. Am I crazy? You know, for thinking she could be here. Crazy is one word for it, I guess. I can think of another. What's that? Hopeful. Well, that's a nicer way of putting it. Here. What are you doing? Something to take the edge off. No? You sure? Fine. Be that way. Here's two. To hope undying. We should probably get going. Fine. Ready when you are. Ich finde diese Cutscene so geil gemacht, weil man merkt in James Mimik einfach, und das ist halt natürlich durch die Grafik halt auch jetzt möglich, zu sehen, na, er hätte ja eigentlich schon Bock, irgendwie zu trinken und jetzt so ein bisschen Zeit mit ihr zu verbringen, aber irgendwie will er es halt auch nicht. Und es ist irgendwie so innerlich zerrissen. Verloren und gefunden, lost and found. Eine Brieftasche, eine Brille und ein Bild. Aber wer ist auf dem Bild? Ah, und ein Ring. Könnte rein theoretisch auch Easter Egg sein, aber ich kann es nicht zuordnen. Was für Easter Eggs? Ja gut, der Ring, der könnte eine Anspielung sein auf diesen Ring, den man in Silent Hill 1 braucht, um den Kühlschrank zuzumachen. Das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber maybe. Boah, die Sonnenbrille. Trevor vielleicht? Silent Hill Origins? I don't know. Ja, wäre halt irgendwie geil, wenn es hier so Easter Eggs auch zu anderen Silent Hill Teilen gäbe. The Fifth River. Ich bin jetzt auch so jemand, sie sagt, beziehungsweise James hat eben gesagt, ja okay, lass uns gehen, und er trödelt hier rum und guckt sich um. Ja okay, komm, wir verlassen Seven's Night. Oder? Is that you? Would you like it again? Warum antwortet sie immer mit einer Gegenfrage? Das ist halt auch sowas. Ich kann sowas echt nicht leiden. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich finde das irgendwie so ein bisschen unhöflich. So, von wegen, ich frag dich was und du antwortest mit einer Gegenfrage. Gib mir noch eine Antwort. Let me know when you want to move on. Let's go. Alright then. Come on. Bereit, wenn du es bist. We could come back later if you want. You know, in case we need a break. I'm not sure if that's a good idea. Whatever you say.
Ja, James, sexuelle Frustration. Hatten wir gerade Sonnenlicht in Silent Hill? Ist auch neu. Normalerweise ist in Silent Hill nie Tag. Außer man hat das Spiel durchgespielt. Bang. Ja, again. Frag doch nicht so. Kennst du aber ein heimliches Hobby? Hab ich dir doch vorhin schon von erzählt, oder nicht? Ja, es ist Tageslicht. Was hier? Sonne scheint so ein bisschen durch. Das ist geil. Da kommen wir nicht durch. Es sei denn, wir wechseln die Welt wieder in die Other Worlds. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, schon kurz vorm Brookhaven Hospital. Ja. Heißt jetzt eigentlich nur noch die Straße hier hoch, dann links und dann wieder links. Aber wir haben noch den Monddichtpark und das Reverie Theater und natürlich die Kegelbahn. Da können wir auch noch hin. Die Kegelbahn treffen wir Eddie wieder. Laura. Aber jetzt gilt es erstmal darum, erstmal hier nochmal umzugucken. Also wenn wir keine Monsterhorden hier haben, dann ist es auf den Straßen von Silent Hill relativ ruhig. Okay, reicht. Oh, wie praktisch, da kriege ich meine Munition direkt wieder. Weil ich den Gegner gepumpt habe. Voll geil. Hier geht's nicht durch. Und ich glaube, aber ich bin mir nicht sicher, im Brookhaven Hospital müssten wir dann auch die Dings kriegen, die Schrotflinte. Hier geht's nicht lang. No parking garage. Auto. Ihr wisst, was das heißt. Ja, genau. Ich denke, du gewöhnst dich daran. Guck mal, dieses Auto hat insgesamt 7 Scheiben. Okay, 8, wenn man die Frontscheibe mitzählt. Und jede ist kostbar zu zerstören. Denn Scherben bringen Glück, Liebes. Und wer weiß, vielleicht bringen wir uns damit einen kleinen Schritt näher zum Glück. So, hier müssten wir jetzt... Was bin ich denn hier jetzt auf einmal? I don't know. Irgendwo. Look, we're on the other side of that chasm. Some detour. But hey, at least we're here. Ich habe den Dialog unterbrochen, tut mir leid. Das ist der Mondlichtpark. Hervorragend. Vielleicht finden wir jetzt auch noch einen Weg hier zu speichern. A garden? There's a bit more to it than that. If you say so. I don't think I've been here before. Come on. She's just around the corner. She? Ich kann mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass man in Silent Hill 2 in so einen großen Park geht oder sowas. Also, das gibt's nicht. Also. Ja, zumindest weiß ich es jetzt aus dem Kopf nicht, aber ich glaube nicht. Haben sie halt nur hinzugefügt, finde ich gut. Neue Elemente im Remake kann man sich ja durchaus genehmigen. Einfach neue Elemente hinzuzufügen macht das Spiel, das bereichert das ja auch. Sonst ist ja nur 1:1 zu Kopie mit einer besseren Grafik und zwar. Kind of a local legend. Tells of a woman who was cast out, sentenced to die
on an island out on the lake. But there was a man in town who fell madly in love with her. And every night, he would sneak out, row across the lake, bringing her food and company. And every night, she would stand there on the shore, holding a lit candle to help him find his way. But this one night, a terrible storm broke out, caught him out in the open, and it blew out the candle. Even in darkness, the man would not give up. He would not turn back. So he fought against the raging waters until finally the lake took him. They say even then, the woman never lost hope. She kept coming out at night, kept lighting the candle to bring her beloved home, to lead him to shore. Not sure how much truth there is to it. It's probably just a fairy tale. But she's become something of a local saint. Patron of undying love. Hence this place. She's not here. What? She's not here. And why would she be? I don't even remember this place. This was a mistake. I shouldn't have come here. Hey. It's okay. There's plenty of other places to look. We can still... Come on. Ein Schrei, was ist los? Lass uns nachsehen, wo kam dieser Schrei her? War es Laura? Wahrscheinlich. Ich hab da schon lange keine Möglichkeit mehr zu speichern, das verunsichert mich. Wäre cool, wenn ich jetzt auf jeden Fall noch eine Gelegenheit hätte. Ja, ich denke auch. Aber noch gucken wir uns hier um. Aber ich glaube, ist nichts weiter. Dann gehen wir erstmal rein. Vielleicht gibt es dann eine Möglichkeit zum Speichern. Zu. Oh, wait, da können wir rein. This looks good. You okay? Yeah. Maybe you better wait here. Okay. Not much of a movie fan anyway. And James? Yeah. Be careful in there. Yeah. Okay. This is boring. You didn't seem bored a minute ago. Ach, haben die Bowlinghallen. Was? Die haben das Theater ersetzt mit der Bowlinghalle. Eddie redet mit Laura jetzt hier im Theater, nicht in der Bowlinghalle. Normalerweise ist das in der Bowlinghalle. Original, Silent Hill 2. Wie gesagt, das komplette Spiel zu sehen auf meinem Kanal unter Livestreams, da findet ihr das Spiel. Und dann könnt ihr das euch nochmal in kompletter Länge geben, wenn ihr natürlich mögt. Keiner ist gezwungen dazu. Und ja. Did you hear that too? Hier kommen wir nicht durch. Popcorn, yeah! Es ist schon eingeschlagen, aber ich dachte, ich versuch's nochmal. Hätte ja sein können, dass das passiert. Kann ich da rein? Nee. Hier ist nix.
Wie gesagt, alle Räume absuchen. Ganz wichtig. Man weiß ja nie. Na also, auf der Behindertentoilette 2 Kugeln. Okay, auf der Herrentoilette. Nichts. Hier drin. Okay, verschlossen. Okay, das war's hier. Toiletten haben wir abgefrühstückt. Hier ist auch nichts. I was here. No existence. Coming soon. Return to Owl Creek Bridge. Okay, komische Filmposter, sagt mir gar nichts. Gut, wir gucken uns jetzt nochmal die Cutscene mit Eddie an. Und dann sind wir auch erstmal fertig mit dieser Folge. James. We met back at the apartment building. Yeah, I remember. I see that you didn't make it out yet. Yeah. I just didn't get around to it yet. Well, at least you got your appetite back. Are you alone here, Eddie? No. Hell. That's probably just Laura messing around. The little girl? Laura, is that her name? That's what she said. I'm gonna go look for her. You coming? Now you want me to come with you? Never mind. Ich frag mich, was ist Eddie da? Ist das Eiscreme? Könnte sein, ne? Who is that girl anyway? I don't know. All I know is her name. I swear. Stoppt ihr? Didn't you want to go after her? Ich dachte, ich quatsch einfach nochmal mit dir. Na gut. Ich hab ein ganz mieses Gefühl gehabt. Oh boy. Laura? Kann von hier unten leider nicht hochsehen, ob da jemand ist. Oh scheiße, das ist alles verrostet. Nein. Ja, wahrscheinlich ist das auch einfach so. Oder wir haben wieder einen unfreiwilligen Gang in die Other World gemacht. Laura ist nicht hier, wie es aussieht. Ja, der Projektor ist an. Aber ausschalten können wir ihn nicht. Wäre hier ein Interaktionsbutton oder eine Einblendung. Bin ich hier? Nee. Kann ich nichts machen. Ich bin lieber vorsichtig. Hey!
Oh, die Musik. So viele Schubladen zum Öffnen und nichts ist drin. Ja, da geht's jetzt wieder runter, würde ich sagen. War da noch was? Gut. Tja, kein schöner Anblick, aber mit dem Blick auf den Projektor entlasse ich euch erstmal und ich sag schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode, bei dieser extrem langen Folge von Silent Hill 2 Remake von Bloober Team. Wie gesagt, nochmal der Call hier am Schluss. Das Ganze wird jetzt als Let's Play fortgeführt bis zum Ende, beziehungsweise bis meine Internetleitung halt wieder läuft. Vielleicht machen wir auch noch den letzten Part von Silent Hill als Livestream. I don't know. Aber ja, so wird es jetzt leider aussehen. Ich hätte es gerne im Livestream gespielt mit euch zusammen, liebe Community, aber ja, meine Internetleitung gibt es halt leider nicht her. Durch die starken Schwankungen und durch das ständige Auf und Ab der Uploadrate ist halt ein qualitativ hochwertiger Livestream, so wie ich ihn gerne haben wollen würde, beziehungsweise von der Videoqualität, leider nicht möglich. Deswegen müssen wir hier auf dieses, hierauf ausweichen. Es tut mir leid, aber ich hoffe, das ringt sich bald wieder ein. Dann schon mal vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder zur nächsten Folge von Silent Hill 2 Remake. Und bis dann. Tschüss.